Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Milliarden und Millionen mal mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Heiliger Josef, ihr Vater Jesu Christi und wahre Bräutigam der allerheiligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages, dieser Nacht. Liebes Akte, Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig. Wir lieben euch, rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten. Mit der großen Bitte diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Pulsschlag tausendmal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Herzenstausch mit Jesus und der heiligen Jungfrau Maria. Allerheilige Jungfrau Maria, tausche bitte mein sündhaftes, wankelmütiges Herz aus gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz. Damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kann. Liebster Herr Jesus Christus von Nazareth, Sohn des lebendigen Gottes, tausche bitte mein sündhaftes, wankelmütiges Herz aus gegen dein heiligstes Herz, damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kann. Erfülle meine Bitte, du guter und getreuer Jesus, damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst. Amen. Amen. Goldenes Ave Maria, wie der heilige Gertrud offenbart. Sei gegrüßt, du weiße Lilie, der strahlenden und ewig ruhenden Dreieinigkeit. Du leuchtende Rose himmlischer an, von welcher der König der Himmel genährt, geboren und genährt werden wollte. Nähre unsere Seele mit göttlichen Einströmungen. Amen. Das mächtigste Heilungsgebet vom heiligen Pater Pio. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in diese Welt gesandt hast, um mich zu retten und zu befreien. Ich vertraue auf deine Kraft und Gnade, die mich stützt und wiederherstellt. Lieber Vater, berühre mich jetzt mit deinen heilenden Händen, denn ich glaube, dass es dein Wille ist, dass es mir gut geht. Meinem Verstand, Körper, meiner Seele und meinem Geist. Bedecke mich mit dem allerkostbarsten Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, von der obersten Stelle meines Kopfes bis zu meinen Füßen. Entferne alles, was in mir nicht sein sollte. Entwurzele alle ungesunden und abnormalen Zellen. Öffne verstopfte Arterien und Venen oder Venen und stelle beschädigte Bereiche wieder her und fülle sie wieder auf. Entferne alle Entzündungen und beseitige jede Infektion durch die Kraft des kostbaren Blutes Jesu.
Lass das Feuer deiner heilenden Liebe durch meinen ganzen Körper gehen, um zu heilen und alle kranken Bereiche zu erneuern, damit mein Körper so funktioniert, wie du ihn erschaffen hast, zu funktionieren. Berühre auch meinen Verstand und meine Emotionen, selbst die tiefsten Nischen des Herzens. Durchdränge mein ganzes Sein mit deiner heiligen Gegenwart, Liebe, Freude und deinem Frieden. Ziehe mich immer näher zu dir, jeden Moment meines Lebens. Vater, fülle mich mit deinem Heiligen Geist und befähige mich, deine Werke zu tun, damit mein Leben deinem heiligen Namen Herrlichkeit und Ehre bringt. Ich bitte dies im Namen des Herrn Jesus Christus, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir bitten dich, oh höchstes Gut, die dreifaltige, barmherzige Liebe, komme allen Menschen zugute. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Wir bitten dich, o höchstes Gut, die dreifaltige brennende Liebe, komme allen Menschen zugut. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Wir bitten dich, o höchstes Gut, die dreifaltige blutende Liebe, komme allen Menschen zugut. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei der dreifaltigen Liebe, und nun an bis in Ewigkeit. Amen. Abendgruß zum heiligsten Herzen Jesu. Den letzten Gruß der Abendstunde sende ich zu dir, o göttlich Herz. In deine heilige Liebeswunde senke ich des Tages Freude und Schmerz. O Herz der Liebe, dir vertraute am Morgen ich des Tages Last. Und nicht umsonst ich auf dich baute, voll Huld du mich gesegnet hast. O hab Dank für deine Güte, die schützend mir zur Seite stand. Auch diese Nacht mich treu behüte durch deines heiligen Engels Hand. O göttlich Herz, all meine Sünden bereue ich aus Lieb zu dir. O lasse mich Verzeihung finden, schenk deine Liebe aufs Neue mir. Herz Jesu, innig ich empfehle auch alle meine Lieben dir. Beschütze sie an Leib und Seele, die Gute sie erwiesen mir. In deiner heiligen Herzenswunde schlaf ich nun sanft und traurig ein. O lasse in der letzten Stunde mir eine Himmelsworte sein. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen.